Hallo und herzlich willkommen zu Schrank TV Talk. Mein heutigen Gast werden viele von euch bereits kennen. Es ist nämlich die bekannte Moderatorin oder ich würde sogar sagen das bekannteste Gesicht unter den Moderatoren in der alternativen Szene, Katrin Zieske. Liebe Katrin, freue mich, dass wir auch den Weg mal zueinander gefunden haben, um uns zu unterhalten über politische Dinge. Wie bist du hergekommen heute? Es hat ein bisschen geschneit. Ja, eigentlich war meine Anreise nicht so schwer. Ich habe Gott sei Dank noch irgendwie rechtzeitig hierher gefunden und ich freue mich auf jeden Fall, dass ich heute bei dir zu Gast bin. Ich schätze ganz besonders, dass wir zueinander gekommen sind, und zwar aus dem Grund, die Altersgruppe, sag ich mal, meiner Zuhörer, die liegt in der Regel etwas über deiner Altersgruppe. Und es war für mich aber mal wichtig, wo wir miteinander, wir haben ja kooperiert miteinander auf Messen und so weiter schon gearbeitet, war für mich interessant zu sehen, wie in deinem Alterskreis, sag ich mal, also bei jüngeren Leuten, wie die so ticken. Und deswegen ist es mir wichtig, dass wir über diese Thematik heute mal sprechen. Wenn du dir momentan anguckst, Jahr hat gerade begonnen, 2017, Ereignisse überschlagen sich schon wieder im politischen Segment. Was liegt dir momentan am Herzen? Was ist ein Punkt, wo du sagst, ja, sehe ich ein bisschen anders? Wie ist deine Wahrnehmung? Meine Wahrnehmung ist folgende, eigentlich eher positiver geworden, und zwar bezüglich der alternativen Medien. Ich sehe jetzt, dass es da so ein, ja, mehr oder weniger einen Durchbruch gibt, also nicht nur in Deutschland, auch in den USA. Ich sehe zumindest, dass die Leute anfangen, sich ja auch in anderen Quellen zu informieren und die alternativen Medien deswegen aufsuchen. Und deswegen erleben sie auch so einen Aufschwung. Stichwort Fake News zum Beispiel, ja. Also da sieht man diesen medialen Kampf momentan. Da haben sich so zwei Fronten gebildet. So der Mainstream natürlich, den wir immer alle kannten. Okay. Und jetzt die alternativen Medien, ja. Und die spalten sich ja nochmal auch auf in verschiedene Bereiche. Und ich finde es eigentlich ganz gut gerade. Wir sind, glaube ich, gerade an so einem Knackpunkt, meiner Meinung nach. Und ich spüre da auch so eine Energetik, also irgendeinen Umschwung gerade. Woran merkst du das oder woran spürst du das? Ich spüre das daran, dass immer mehr Leute auf einen zukommen. Und ich spüre es aber auch daran, das ist vielleicht so ein negativer Aspekt, dass die Gesellschaft so gespalten geworden ist. Also man ist so ein bisschen vorsichtiger geworden, was sollte man jetzt sagen und was nicht, so Stimmt. auf welcher Frontlinie befindet sich der Mensch gerade. Also Woran liegt es eigentlich? Warum sind die Menschen jetzt vorsichtiger geworden? Ja, ich denke mal, da wir ja in den Mainstream-Medien ja ein immer klareres Feindbild haben mittlerweile, also im politischen Bereich vor allen Dingen, wir haben irgendwie auf der einen Seite halt diese bösen Rechtspopulisten und auf der anderen Seite haben wir diejenigen, die halt super human sind und eigentlich so diese Willkommenskultur preisen. Und man sieht natürlich diese zwei Lager so ein bisschen aufeinandertreffen. Und man weiß nie, weil es gibt natürlich unter allen sozialen Schichten verschiedene Meinungen. Man kann das jetzt nicht immer genau zuordnen, wer da wie gerade tickt. Und deswegen ist man da so ein bisschen vorsichtiger geworden. Das ist so mein Eindruck. Jetzt bist du ja schon seit ein paar Jahren auch tätig, wie gesagt, als Moderatorin, hast auch selber, stehst auf der anderen Seite im Normalfall, hast also schon viele Interviews geführt und hast auch deine eigenen Erfahrungen. Jetzt hast du gerade gesagt, ist jetzt, kommt dir so vor in den letzten Jahren, dass da quasi so eine gewisse Spaltung erfolgt ist. Und was ist jetzt anders eigentlich als die Jahre davor? Was ist anders als vor 5 oder vor 10 Jahren? Ja, was ist anders? Ich glaube, Ja, Frau Merkel ist ja immer noch da, seit Frau Merkel ist immer noch da, Jahren. das ist so, ja, ganz genau. Aber wir merken natürlich an der Politik, dass die Politik, die zurzeit betrieben wird, ja unmittelbar das Volk betrifft. Und das Volk, damit meine ich jetzt vor allen Dingen jetzt auch unsere Wirtschaft zum Beispiel, ja. Also all diese Dinge, die können nicht einfach so an den Leuten vorbeigehen. Und bestimmte Themen werden eben medial so hochgestachelt. Und ich glaube, man kommt irgendwie kaum noch dran vorbei, sich politisch irgendwie zu beschäftigen oder sich dafür zu interessieren. Oder man wird fast schon dazu gedrängt, irgendeine politische Meinung einzunehmen. Und ich denke, vielleicht liegt es auch nur gerade an dem Alter, in dem ich gerade bin, dass ich das so wahrnehme. Aber mir kommt es so vor, dass Leute sich immer mehr irgendwie interessieren und da irgendwie so durchsteigen wollen. Reden wir jetzt über deine Altersregion oder grundsätzlich über die Ich Menschen? glaube grundsätzlich,
Ja, man kommt irgendwie gar nicht mehr an diesen Themen vorbei. Vor allen Dingen, wenn wir jetzt die Situation in Deutschland betrachten, weil Deutschland spielt jetzt eine zentrale Rolle in Europa mit der ganzen, also im Zusammenhang mit der ganzen Flüchtlingskrise, im Zusammenhang mit politischen Entscheidungen und so weiter. Und ich denke, da ist es irgendwie sehr schwer, sich irgendwie rauszuhalten aus diesen Themen. Hast du recht, Bus. Wie erklärst du dir eigentlich, dass immer weniger Leute eigentlich zur Wahl gehen und sich nach außen positionieren? Und ich sag mal, du bist ja, oder kommst aus dieser Generation, ich sag mal iPhone- und iPad-Generation, was bei dir, weiß ich nicht, so der Fall ist, aber ich sehe häufig Leute, also jüngere Leute, die den ganzen Tag nur noch so da sitzen, ob sie jetzt spielen oder auf irgendwelchen Partnerbörsen miteinander her chatten, weil sie einen Partner suchen, was auch immer machen. Ich weiß jetzt nicht, weil ich mit diesen keinen Kontakt habe. Kannst du vielleicht mal was dazu sagen? Also die Leute, du bist ja auch auf einer Uni noch tätig, ne? Wie ticken die denn so? Was machen die? Sind die politisch interessiert? Wenn ja, wie denken die? Ja, ich glaube, ich denke, dass sehr viele politisch interessiert sind. Das ist zumindest mein Eindruck. Was ist das Wählen angeht und die Wahlen? Ich glaube, viele haben so ein bisschen den Glauben daran verloren, so dass das noch irgendetwas ändern könnte. Gut. Das nehme ich auch so wahr. Andererseits sehe ich aber auch, dass diese Informationsflut, die auf uns jeden Tag irgendwie eindrescht, durch Facebook, durch andere soziale Netzwerke, ich denke, das bewegt einen einerseits dazu, sich mit diesen Themen auseinandersetzen zu müssen, weil egal, wo du bei Facebook bist, irgendjemand von deinen Freunden wird schon etwas Politisches irgendwie teilen oder irgendein Statement abgeben. Da kommt man irgendwie gar nicht so drum herum. Aber andererseits ist es auch so, dass die Leute, ja wie gesagt, durch diese Informationsflut auch irgendwie manchmal überfordert sind. Überinformation könnte man sagen. Genau, Überinformation, dass das einen auch stark überfordert. Und ich weiß, dass ich angefangen habe, mich auch so ein bisschen in den alternativen Medien umzusehen. Wobei damals, vor ein paar Jahren, da war dieser Begriff noch gar nicht so etabliert irgendwie. Aber jetzt, und da wusste ich auch noch, es gab da wenige Medienportale jetzt so über irgendwie YouTube, ne, wo man sich da was angucken konnte. Mittlerweile ist es mehr. Und da gab es noch nicht diese Vielfalt, ja. Und jetzt gibt es immer mehr und jeder kann ankommen mit irgendeinem Kanal oder sonst was, ja. Und man fühlt sich irgendwie dann damit vielleicht auch überfordert und man sucht irgendwie trotzdem nach Wahrheit. Und manche kommen dann auch natürlich im Zuge dieser ganzen Masseninformation einfach zu dem Schluss, dass sie so eher auf diese spirituelle Ebene natürlich eher umsteigen und dass sie sagen, es ist wichtig, dass man erstmal in sich etwas verändert, ja, und dann kann man auch gesellschaftlich und politisch etwas verändern, was natürlich auch ein sehr, finde ich, weiser Ansatz ist, meiner Meinung nach. Siehst du das jetzt nur so oder hast du in deinem Umkreis auch Leute, die ähnlich so denken? Also in meinem persönlichen Umkreis ist das so, dass die Leute zwar, zumindest jetzt in meinem persönlichen, kann es wirklich nur von meinem sprechen, natürlich an der Uni ist das wieder eine andere Geschichte, ja, also an der Uni ist es eher so, dass da der Mainstream doch sehr vorherrscht, ja, das würde ich immer noch sagen und ich bin immer wieder erstaunt, wie unkritisch die Studenten doch gegenüber den Mainstream-Medien sind. Das finde ich auch immer noch sehr erstaunlich. Also eben weil die Mainstream-Medien auf die alternativen Medien so eindreschen und meinen, sie da so irgendwie bloßstellen zu wollen. Und ich weiß nicht, ich glaube, die hinterfragen das einfach viel zu unkritisch. Und, ja. Auf der Studentenseite. Also könnte man sagen, sind noch ein bisschen Mainstream-treu. Aber ja, du sagtest gerade, dieser spirituelle Aspekt, den ich höchst interessant ansehe. Es ist jetzt nur eine Erfahrung, die du gerade machst. Kann ja sein, dass du sagst, du bist jetzt, weil du hast ja wirklich sich sehr viel befasst mit der Politik, dass du sagst, Mensch, da gibt es noch einen anderen Punkt. Ja, oder hast du mitbekommen, dass noch andere an deiner Seite vielleicht, Familienmitglieder, Freunde, ähnlich schon so ticken? Ja, darauf wollte ich jetzt eingehen, weil bei uns war das in der Familie eigentlich immer so, dass wir ich bin religiös erzogen worden. Schön. Und aber andererseits waren natürlich politisch auch immer interessiert und eine Zeit lang war es ja gut, man interessiert sich für Politik, aber damals gab es noch nicht diese riesige Diskrepanz zwischen Mainstream und alternativen Medien und das hat dann erst etwas später angefangen, wo man dann immer selbst kritischer wurde. Und ich glaube, dass es sich nicht widersprechen muss, dass man eben immer noch politisch denkt und aktiv sein möchte, aber gleichzeitig sich auch dieser spirituellen Ebene bewusst bleibt. Ja? Weil es ist natürlich immer so, es gibt verschiedene Ebenen, wo man gerade agieren kann.
Und ich glaube, es ist eine sehr wichtige Ebene, dass man für sich in erster Linie entscheidet, was mache ich denn eigentlich? Was kann ich verändern zum Positiven? Ja. Okay, kannst du diesen spirituellen Aspekt, sag mal, noch ein bisschen näher erläutern für die Zuschauer, dass die das besser verstehen? Ja. Weil wir natürlich oftmals in dem Sendeformat eher über politische Dinge reden. Richtig. Gut, die Leute, die mich kennen und meine Bücher kennen, die wissen, dass ich eh nicht ticke, auch wie du, in dem Bereich spirituell. Aber vielleicht kannst du es nochmal rüberbringen, dass du sagst, wie du es genau verstehst. Also dieser Aspekt, wie man also diese verbinden kann. Mhm. Ja, diese weltliche Seite und auch die spirituelle Seite. Mhm. Ja, es ist, wie gesagt, man muss ja irgendwie eine Orientierung im Leben finden. Und wir haben ja vorhin diese Masse an Informationen auch noch kurz erwähnt. Und ich glaube, im Zuge dessen muss man einfach auch die Fähigkeit haben, einfach mal innezuhalten und in sich hineinzuhören. Ja? Und einfach ganz klar, in aller Ruhe, vielleicht in einem eher ja, beruhigten, meditativen Zustand vielleicht sogar, einfach für sich mal diesen gesunden Menschenverstand zu suchen und einfach mal aus der Vogelperspektive oder aus, so, aus kosmischer Sicht einfach mal sich zu fragen, wo lohnt es sich wirklich zu kämpfen? Ja? Also wo kann ich bewusst was verändern? Und natürlich, wie das Lied von Michael Jackson, I'm starting with the man in the mirror. Ja? Mhm. Das heißt, wenn du etwas verändern möchtest in der Welt, sollst du dich in erster Linie verändern. Und deine Sichtweise und so wie du lebst, das, was du nach außen trägst. Und, aber ich finde es auch eben ganz wichtig, dass man zuerst einmal erkennt, wo haben wir denn zurzeit Probleme bei uns im Alltag, in unserem gesellschaftlichen Leben, in der Politik. Ja? Also, genau, ist interessant. Ne? Die Leute rennen rum und versuchen, die Welt zu verändern. Ne? War schon seit jeher so. Ne? Die Kriege, wir müssen gegen, für den Frieden müssen wir Kriege führen. Aber im Endeffekt ist es ja oftmals so, das ist ein toller Ansatz von dir, dass die ja meist in ihrer eigenen Familie zerstritten sind, auf den Arbeitsplätzen. Also wir führen permanent Kriege und deswegen ist es eine sehr weise Ansicht von dir, dass du diese Thematik ansprichst. Wie siehst du denn eigentlich, jetzt haben wir gerade angefangen, Anfang Januar 2017, wir wissen, was hinter uns liegt, jetzt rein politisch gesehen. Wie siehst du 2017, was kommt auf uns zu? Das ist eine gute Frage. Es ist, es gibt alle möglichen Überraschungen, die auf einen warten. Was ich mir erhoffe von 2017 ist, dass ja, die Leute einfach noch mehr aufwachen. Ja? Dass wir einfach mehr mutige Leute haben, dass wir uns nicht einschüchtern lassen von irgendwelchen neuen gesellschaftlich vorgeschriebenen Parolen durch die Medien. Da gibt es ja viele Punkte, irgendeine übertriebene Political Correctness und weiß ich nicht was. Also all diese Waffen, mit denen man Leute mundtot machen kann, denen man Karrieren zerstören kann, das geht ja so einfach mittlerweile. Und dass wir uns dessen bewusst werden, dass das eigentlich alles nur ja, so kleine Manipulationen sind, mit denen man uns da einfach nur in irgend so einen Irrweg treiben möchte, damit wir den Blick auf die eigentlichen Dinge irgendwann mal verlieren, aus dem Fokus verlieren. Und ja, und ich hoffe, dass die Leute dahingehend, dass vor allen Dingen jetzt auch die alternativen Medien in all ihrer Vielfalt, so wie sie auch sind, ja, da auch mehr dazu beitragen können. Das ist das. Und ich sehe in dieser Richtung eigentlich eine gute Tendenz, eine positive Tendenz, meiner Meinung nach. Und ich hoffe, dass das natürlich auch dazu beitragen wird, dass sich auch insgesamt was verändern kann. Weil wenn sich das Denken der Leute verändert, muss sich auch die Politik verändern, müssen irgendwelche Dinge in die positive Richtung automatisch gehen. Genau, aber im Endeffekt können wir nichts erwarten. Ja, können wir lange warten, dass oben sich etwas ändert in der Politik, wissen wir mittlerweile. Ja. Deswegen ist der Schritt, bei sich selbst zu beginnen, ja der entscheidende Schritt. Genau. Nur, ich merke immer wieder, dass die Leute auch oft sich Gedanken machen, was andere über sie denken. Was denken die? Das denkt jetzt mein Arbeitskollege, weil ich habe jetzt vielleicht eine Sympathie zu dem oder dem anderen Thema. Ich könnte jetzt als Rechtspopulist gebrandmarkt werden. Aber die Frage ist ja, wie denken sie über sich selbst? Ne? Also wie denkt jeder über sich selbst? Genau. Und das Gleiche ist ja bei uns. Ich hatte vorhin, deswegen glaube auch, dass wir in die Richtung gehen. Ne? Interessantes Interview noch vor dir mit einer Rebellin, ähnliche Rebellin wie du, Katrin Weihrauch. GZ-Rebellen und ich merke auch immer wieder, dass immer mehr Menschen sagen, ich will nicht mehr. Wir wollen auch, wir sind jahrelang verarscht worden, betrogen worden und irgendwann mal reicht es auch, muss ich auch einen Weg
irgendwie finden. Und bei dir ist es genau dasselbe. Deswegen kann auch mal wieder sagen, man muss auch mal die Menschen kennenlernen und sich nicht teilen lassen. Also bei dir genau dasselbe. Du hast ja moderiert und bist auch angegriffen worden als ein bisschen Rechtspopulistin, ja, oder wie auch immer. Wenn man jetzt googeln würde, sagen wir um Gottes Willen, hier Brandmarkt, Zirim, ja. Ich bin auf dieser Seite, diese böse Verschwörungs, ist ja letztendlich, ist es ja Who is Who, ist ja, wenn du da überhaupt drinne bist. Und ich glaube, davon sollten die Leute sich trennen, ne? Also von diesen Gedanken. Und wie ist es jetzt, wie sind wir wieder bei den jungen Leuten? Sind die da schon so weit oder sind sie noch dabei im Erfahrungsbereich, dass sie noch sich, wie so ein junger Löwe, der muss sich noch austesten, der muss noch da und da gucken, sind sie noch im Bereich des Suchens oder sind schon Leute so wie du, die schon sagen, ich bin eigentlich schon, hab mich schon gefunden, geerdet quasi. Ja, das ist, ich glaube, das ist auch eine Sache der Erziehung irgendwo. Weil ich glaube, es bedarf eines gewissen Selbstbewusstseins, auch mal in eine Richtung zu gehen, in die nicht immer alle laufen. Ja? Und ich habe irgendwie so den Eindruck, dass viele junge Leute, wo vielleicht, ich will jetzt nicht den Eltern in die Schuhe schieben, aber sie sind, man wird ja auch medial erzogen. Das ist ja auch alles Erziehung, was wir erleben. Mhm. Und dass sie da irgendeine Art Defizit im Selbstbewusstsein haben, sodass sie halt irgend so eine Angst in sich tragen und denken, wenn ich da jetzt mitgehe, da bin ich auf der sicheren Seite, ja. Und wenn ich halt irgendwie, und trotzdem, das Kämpferische kann man ja trotzdem immer ausleben, ja. Sei es auch, dass ich da irgendwie auf eine Demo gehe und gegen die bösen Rechtspopulisten demonstriere, beziehungsweise Nazis, ja. Also so wird das ja immer genannt. Mhm. Und da steckt ja auch eine Energetik dahinter und die machen das auch mit vollem Elan und viele mit voller Überzeugung, ja. Und, Überzeugung, ne? Heißt ja über einen Zeugen. Jetzt ist ja die Frage, wer war denn der Zeuge? Richtig. Das, ja. Wenn du überzeugt bist von der Sache, dann kann es nur über einen Zeugen gekommen sein. Ja. Wer sind es jetzt? Sind es bei euch die Professoren in Uni oder wer ist jetzt der Zeuge? Das sind viele Aspekte. Das sind wirklich viele Aspekte und die eher sogenannte intellektuelle Schicht, die reiht sich dann natürlich politisch eher links ein und da sind wir wieder bei dem links-rechts. Oben unten. Hm. Genau. Denken und das ist natürlich auch so etwas, was halt, ich habe das ja auch zu meiner Schulzeit erlebt, das war alles immer ganz klar, das ist rechts und das ist links und das ist das ist die Geschichte jetzt Deutschlands, mit der man sich zu identifizieren hat, gefälligst, ja, und das ist jetzt richtig, ja, also das sind so alles so Punkte, die natürlich so eine Vorarbeit leisten, sodass sich halt viele eben noch auf dieser Seite finden und nicht diesen Mut haben, so ein bisschen auch mal ganz klar zu rebellieren gegen den Mainstream. Jetzt bist du ja mutig, zeigst dein Gesicht, gehst nach außen hin. Mhm. Was ist an der Uni los? Bist du deswegen schon mal angegriffen worden, verbal, wegen deinen Äußerungen, deiner Ansichten? Ist da schon sowas passiert? Ja, also was die Uni angeht, ich bin da relativ unauffällig und ich habe jetzt auch keinen Studiengang ausgesucht, wo es um solche sozialwissenschaftlichen Themen geht oder politischen Themen, natürlich bewusst, ja. Ich habe davor, Religionswissenschaften studiert und Pädagogik und da habe ich schon gemerkt, also gegen Ende meines Studiums, das Studium selbst hat mir natürlich einiges beigebracht. Wie gesagt, ich bin ja selbst religiös, spirituell interessiert und habe mich auch bewusst auch mit solchen Themen konfrontieren wollen. Und habe dann aber auch gemerkt, wie eng diese ganzen Dinge, also diese spirituellen Sachen, religiösen, gesellschaftlichen Sachen verbunden sind mit dem politischen. Das geht wirklich fließend ineinander über. Und dementsprechend hatten wir dann auch dort sehr viele politische Themen und sehr oft politische Diskussionen. Und ich habe einfach gemerkt, dass es wirklich ich muss es leider so sagen, obwohl ich meiner Uni sehr dankbar bin und meinem Studiengang und meinen Professoren, dass es dort wirklich so ist, dass sich da eine kleine Elite einfach trifft, intellektuelle Elite, also eine kleine Gruppe zumindest, ja. Und dann diskutiert man über all diese politischen und gesellschaftlichen Probleme und auch kulturellen Probleme in einer so abstrakten Form, ja, die manchmal mit der Realität nicht wirklich oder realpolitisch eigentlich gar nicht so vergleichbar sind. Ja. Das ist ja fast wie die richtige Politik. Die diskutieren auch über Dinge, die sie nie erlebt haben. Mhm. Abstrakt. Lustigerweise nehmen sich dann natürlich solche Leute sehr oft das Recht, dann über, sag ich mal, den Pöbel zu urteilen. Genau. Und so ergeben sich dann halt eben diese Meinungen und so ergibt sich dann auch diese Spaltung irgendwo. Gut, nicht Beachtung schenkt Befreiung. Jetzt ist es ja so, dass du
ja durchaus für andere Leute auch eine Vorbildwirkung haben kannst, zu sagen, die Frau sieht nicht nur gut aus, sondern sie ist selbstbewusst, man merkt, sie ist intelligent, die Fakten, die sie so bringt, hören sich auch nachvollziehbar an. Und die Menschen sind ja teilweise so und brauchen auch, ich sag mal so, eine gewisse Orientierung im Leben und sind schon mal offen für deine Themen. Und jetzt wenden die sich an dich und sagen, liebe Katrin, gib mir mal einen Tipp, was kann ich tun, was kann ich in meinem Leben, was kann ich verändern, was soll ich machen? Was würdest du den Leuten sagen, so grundsätzlich, die jetzt so ihr altes Leben, so das übliche Fernsehen gucken, Mainstream, iPhone, 5 Stunden am Tag chatten, aber trotzdem jetzt offen sind, so ein bisschen merken, sind nicht so glücklich und wollen ein bisschen was ändern und gucken zu dir hoch, wie so eine kleine Göttin und sagen, hast du einen Tipp für mich, was soll ich tun? So, was würdest du denen sagen? Also erstmal, was ganz wichtig ist, Angst ablegen. Ja, Angst davor, wie du schon gesagt hast, verurteilt zu werden, dass die anderen dich schief angucken. Dass sie sagen, oh ja, jetzt bist du ja auch einer von denen. Ne? Oder so in der Richtung. Das Leben ist viel zu kurz, um sich darüber Gedanken zu machen. Wir sind gerade hier, wir sind verantwortlich für die Gegenwart, für die Zukunft. Und es liegt in unserer Macht und wenn sich ein paar finden, dann werden es immer mehr. Es ist einfach so. Und man soll einfach den Mut aufbringen, einfach Dinge zu hinterfragen, zu recherchieren. Es zwingt, keiner zwingt einen zu etwas. Du bist vollkommen frei und man sollte diese Freiheit nutzen. Ja? Auch die Meinungsfreiheit ganz schlicht und ergreifend nutzen. Sich anderweitig informieren, nicht nur aus dem Mainstream, sich auch nicht beriesen, manipulieren lassen, nur weil irgendjemand über den einen so und so schlecht geschrieben hat. Über mich wurde auch irgendwas totaler Schwachsinn geschrieben, ja, aber das passiert nun mal und dem sollte man nicht so viel Beachtung schenken und einfach seine Intuition auch irgendwo folgen, die jeder hat. Sehr schön, die Intuition ist wichtig. Die Intuition ist wirklich einer der, vielleicht der wichtigsten sozusagen, Kompasse in einem drin, der einen auch dazu so auf den richtigen Pfad bringt. Ja. Aktuelles Thema, Unwort des Jahres, Volksverräter. Ja, Volksverräter. Unwort 2016, sagst du dazu? Was sage ich dazu? Ja gut, Volksverräter, ich würde sagen, das ist Unwort des Jahres, ja. Was kann man dazu sagen? Für die einen ist es Unwort, für die anderen ist es die Wahrheit. Das Wort, genau. Das Wort. Es tut sich ja was, wenn du dir mal genau anguckst. Volksverräter ist das Unwort des Jahres. Vor 2 Jahren war es Unwort des Jahres ja Lügenpresse. So letztes Jahr, was war es letztes Jahr nochmal? Gutmenschen. So, jetzt haben wir uns mal im Büro. Ich habe ja so eine kleine Analyse, zwei, drei Mitarbeiter, die gucken immer rüber und wir analysieren die Sache. Ich mache ja nicht alles. Fand ich hochinteressant. Da sagt den Tag ein Mitarbeiter zu mir, guck mal Heiko, wenn wir uns mal von 1990 so die Unwörter angucken, da war alles mögliche, Ökosteuer und alles mögliche, die Unwörter, die haben sich immer, also so Art wie so eine kritische Seite gegen die Politik gerichtet. Mittlerweile ist es genau umgedreht, es richtet sich gegen das Volk. Seit 3 Jahren, die sogenannten Unwörter richten sich gegen das Volk. Da sieht man doch letztendlich, dass der Spruch von Gauck Bestätigung findet, der sagt, nicht die Eliten sind das Problem, sondern das Volk. Du kennst ja dieses legendäre Interview, was er gegeben hat, damit ist alles gesagt. Und ich glaube, ich weiß nicht, wie du es siehst, es tut sich wirklich was auf der anderen Seite. Es ist ja auch irgendwo so, Aktio gleich Reaktio. Genau. Wenn da von der Politik natürlich Beleidigungen kommen gegenüber dem Volk, auch teilweise totale Ignoranz für die Sorgen und für die Probleme, die gerade in der Bevölkerung herrschen, dann muss man sich nicht wundern. Und ich meine, da kommt jetzt auf jeden Fall eine Gegenkraft auf die Regierung zu und damit müssen sie rechnen. Sehr weise formuliert von dir, ist nun mal gesetzmäßig, ist nicht irgendwie zufällig, ne? Aktio gleich Ratio, also ist normal. Also es ist bestimmt nicht so gewesen, dass sich ein paar gefunden haben, die das Volk einfach aufstacheln und das sind jetzt die Bösen, ja. Sagt und die man haben ja gerne, den, ne? Die haben denen da irgendwas in den Kopf gesetzt und jetzt sind sie total manipuliert von diesen paar Anführern. Nein, das hat schon seine Gründe und das hat auch schon seine Berechtigung, warum das Volk da so reagiert und warum es bereit ist, auf die Straße zu gehen. Was sind deine nächsten Projekte? Was sind deine Pläne? Das wird sich noch zeigen. Also ich versuche natürlich weiterhin in den alternativen Medien tätig zu sein, zu bleiben beziehungsweise. Wie sich das genau entwickeln wird, ich bin ja immer so ein Mensch, ich sage, ich bin so ein bisschen ein Hippie. Ja.
ja, ziehe so durchs Leben, mache das eine, mache das andere. Ich hoffe natürlich sehr, ich will jetzt noch nichts sagen, weil jetzt noch sozusagen nichts feststeht, aber ich will auf jeden Fall dahingehend auch arbeiten, dass ich auch etwas veröffentliche auf YouTube, ne, über Kanäle und mal schauen, ob das funktioniert, ob das Anklang findet. Ich würde mich auf jeden Fall darüber freuen, wenn das klappt. Also könnt ihr mir vorstellen, dass es klappt, weil du, wie gesagt, ja jemand bist, der den Menschen auch viel gibt, in dem Fall Wissen. Und mir wäre viel wichtiger, dass gerade die junge Zielgruppe, die extrem abgelenkt wird, was wir vorhin schon sagten, mit diesem ganzen virtuellen Ding und auch selber merkt teilweise, wie unzufrieden die sind. Ich habe gehört den Tag vom Arzt, Depression, wusste ich ja gar nicht. Ja. Wir hören auch jetzt Anfang 20 mittlerweile, wo du ja sagst, wie kann denn das sein? Die müssen ja überglücklich sein. Die können 0, nichts ihren Partner kennenlernen über irgendwelche Chatportale und ja, so weiter. Das ist es eben, das ist so wieder die Masse macht's aus. Ne? Ja, genau. So, und deswegen ist es schön, dass du in dem Bereich da Unterstützung den Leuten gibst. Allerletzte Schlussbotschaft an unsere Zuschauer. Was gibst du denen mit für 2017? Was ist nochmal, wo du sagst, das liegt dir am Herzen, meine Botschaft an euch? Was ist die Botschaft an unsere Zuschauer? Ja, meine Botschaft an die Zuschauer ist, seid mutig, geht auf die Straße, wenn es sein muss, zeigt euren Protest. Informiert euch, vor allen Dingen jetzt auch in den alternativen Medien. Das heißt nicht, dass man den Mainstream vollkommen jetzt ignorieren muss, aber fokussiert vielleicht eure Energie dahingehend, eben die Wahrheit zu finden, den Mut zur Wahrheit zu finden und auf jeden Fall bleibt gesund. Das ist auch noch ganz wichtig. Richtig. Denn bei diesen ganzen Themen darf man ja auch seine Gesundheit irgendwie nicht vergessen. Da darf man sich nicht zu sehr hineinsteigern. Das sieht man ja manchmal, dass sowas passieren kann. Ich bedanke mich bei dir, dass du Gast in meiner Sendung warst, Katrin. Ich bedanke mich ebenfalls. Und euch kann ich nur sagen, lasst den Fernseher einfach mal aus. Fangt an, wirklich alternative Kanäle zu abonnieren. Abonniert unseren Kanal Schrank TV Talk. In diesem Sinne, alles Gute für euch und auch alles Gute und Gesundes für 2017. Euer Heiko Schrank. Danke.